Herzlich willkommen zur 40. Folge Raft mit dem Felix. Hallo. Das heißt, wir müssen hier ja irgendwie rankommen. Richtig, das heißt, du musst. Ich sag dir, wenn du hier hinten was dran hast, hast du nichts. So, warte mal. Ja, also, da hast du, ach so, da hast du nichts dran. Okay, warte. Dann drehe ich Kannst ja mal. alle abdrehen und ich sag dir, wenn hier was dran wäre. Jetzt wäre was dran. Ja, okay. Jetzt müssen wir den Inneren dann nochmal bewegen. Gucken, dass wir es jetzt sehen. Achso, du, das Hier, du heißt. brauchst entweder den. Warte, 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 warte. So, hier habe ich jetzt nichts dran. Dann. Das kannst du nur mit dem Äußersten gucken, ne? Also da. Ne, der ist es aber auch nicht bei dir, weil der ja nur. Hast du jetzt was dran? Millimeter zu weit. Also so wär's dran. Habe ich aber nichts dran. Dann müssen wir mal gucken. Den hier. Da ist auch nichts dran. Hätte ich noch zu Hause den. Auch nicht. Den. Der trifft. Wo ist denn jetzt bei dir der Eingang? Hier. Also kommen wir nichts ran, ne? Nee, dann ist das der falsche. Dann ist der Äußerste aber schon der falsche. Okay, dann gehen wir mal hier beim Äußersten weiter. Yep. Aber es ist der von gerade eben, oder nicht? Mal den hier mal. So, wer war bei mir dran, ja? So, Wo so, ist der so. Eingang jetzt bei dir? Hier. Ja, so, passt. Was läuft. Müsste jetzt hier hinten irgendwo, ja. Da geht jetzt das zweite Rätsel, ey, ich krieg's kotzen. Okay, dann fangen wir an. Was? Ist bei mir nicht. Jetzt wäre was dran. Okay. Ja. Sieht gut aus. Ja. Hier geht's weiter. Ist das denn für eine Rohrleitung, ey? Oh, hier geht's weiter. Oh, nächste Rätsel. Ja, aber diesmal sind sie sehr nah beieinander, ne? Oh, hier ist der Ausgang. Okay, dann wollen wir mal gucken. Jetzt siehst du es ja direkt, das ist ja gefühlt fast nebeneinander. Sieht okay aus.
Wasser kommt. Okay. Jetzt wird der Tank voll gemacht, gerade. Dann müsstest du Und dir da kommt vermutlich ein ans. Kohlendioxidkanister. Ja, jetzt können wir oben aufs Haus rauf. Na, Harpune hast du schon, oder was? Die Harpune war in dem Haus drin, naja. Okay. Alter Schwede, ey. Sein Scheiß. Vor allem, was für ein Aufwand. Das war im Haus, ne? Ne, Außenhaus. Nee, oben drauf. So, aber wenn wir mal mit die ganze Geschichte im Moment hoch, dann schießt jetzt da wahrscheinlich irgendeine Harpune rüber. Oh, Alter. Ja, genau, mach es doch kaputt. Ey, Felix, was soll denn das? Upsi. Ich dachte, jetzt kann man da wenigstens rübersliden, aber irgendwie, hat aber keinen Bock. Oder hat man damit jetzt nur den Ausgang aus dem anderen Gebäude sich geschafft? Ah ne, du kannst Seilrutsche benutzen. Okay, dann rutschen wir mal rüber. Hier ist ein Schlüssel, der Zugangsschlüssel, der Kiste. Oh, ich bin voll. Du noch nicht, offensichtlich. Die Tür ist zu. Der Fahrstuhl sieht auch zu aus. Hier hinten ist noch eine Kiste. Oh, ich bin immer noch voll, auch gut. So, jetzt müssen wir mit den Schlüsseln irgendein Tor öffnen oder was? Hier draußen war irgendwo, wenn du rausspringst, glaube ich, konntest du weiter sliden. Zumindest denke ich mal, dass es da weitergeht. Ich habe nichts mehr zumindest drin gesehen. Hier wollte ich eigentlich jetzt nicht hinspringen, aber okay. Jung! Oh, wo bin ich jetzt? So, Wir haben hallo. einen von zwei Zugangsschlüsseln haben wir jetzt. Du hast den Schlüssel auf dem Tisch, hast du eingesammelt. Ja, hier an dem Tor vorbei zum großen Gebäude. Welches große Gebäude meinen die denn jetzt? Hier sind so ein paar große Gebäude. Mit den Treppen. Geh am Tor vorbei, genau, hier ist das Tor, geh am Tor vorbei. Gefängnisschlüssel brauchst du hier hinten. Hier ist nix. Weiß noch nicht so ganz, welche Treppen die meinen. Bin ja. Da, wo du den Gefängnisschlüssel hast. Und direkt vor dem Tor liegt der Schlüssel. From the people of Utopia. Dann kann ich ja hier hinten aufmachen. Machen wir hinten auf. Oh, hier ist ein Fahrstuhl, unsere Lieblingssache. Oh, hier bleiben wir. Weiß nicht, was ich getroffen habe. Anscheinend hoch. Hallo? Gibt's hier was? Das war's im Topf. Eine Münze.
Zieh mal den Hebel hier bitte. Benötigt Zahnrad. Ja. Och So. nö. Mach du mal. Viel Spaß. Ich schau dir zu. Was? Das ist ein Parcours. Sieht man doch. Wollte ich dich mal ganz gerne runterfegen wollen. Mach du mal und zack, schießt er mir vorbei. Ich soll jetzt so ganz genau hier weitermachen muss. Oh, so nicht. Oh. Warum nicht so? Weil ich nicht schlau genug war, mich zu strecken. Jupp, so auch nicht. Wartest jetzt, dass ich es schaffe, oder? Nein, eigentlich nicht. Hallo, lass mich nämlich bitte mal in Ruhe. Oder auch nicht. Ich habe es geschafft, aber trotzdem und so. Alter. Ist überhaupt nicht meins, ne? Das viel größere Problem ist, wenn du runtergekegelt wirst, jetzt am Ende darfst du die ganze Strecke nochmal neu machen. Vincent. Alter! Hast du es geschafft oder was? Zumindest Stücken weiter, ja. Aber es hört nicht mehr auf mit den Aussortierern, so ungefähr. Ja. Ist mich ganz runtergefallen. Ich will mich jetzt nicht beschweren oder so, ne? Aber wenn du jetzt ganz am Ende runterfällst, hast du trotzdem wieder zum Anfang, ne? Herzlichen Glückwunsch. Und vor allem backst du auch an manchen Stellen durch Sachen durch, das ist viel schöner. Oder hoch. Bis wo bist du denn schon gekommen? Bin ganz am Anfang wieder. Bist du hart geschafft? Bin irgendwo, ich muss was essen, bin irgendwo runtergefallen und dann war's das. Ah, es ist gar nicht frustrierend, nur ein bisschen. Und wie war dein Tag heute so? Zwei Deppen und ein Problem, oder wie war das so? Jetzt wäre halt diese Third Person View nicht schlecht. Korrekt. Gibt's aber nicht. Vielleicht sollte man auch keine Melone tragen, sieht man auch mehr und mehr. Hast du es geschafft? Zumindest fast da, ja.
Was gibt's denn da Schönes? Ist her noch nicht so viel, ne? Hier ist ein Hammer. Hammer, wie du dich bewegst, du Das beschreibst mich, ist Hammer. gut. Den Hammer brauchst du hier oben. Warte, dann gehe ich da mal rein. Nutze einen Hammer. Puff, 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 kaputt. Hallo. Ah, das ist der Olof da. Hallo. So. So, das heißt, du musst jetzt hierher kommen. Da unten liegt jetzt ein Zahnrad. Das Zahnrad müssen wir jetzt. Zahnrad musst du mitnehmen und entweder hier in den Fahrstuhl bringen oder dann woanders hin. Yep, das Zahnrad ist das, was du hier hinten hinbringen musst, in das Ding rein. Und ich weiß auch, wie du es da hinbekommst, theoretisch gesehen. Ich gehe jetzt erstmal zum Zahnarzt. Hallo, Herr Zahnarzt. Heilige Scheiße. Was haben wir denn hier zu bekommen, ey? Was? Das ist ein tolles Rätsel. Komm mal runter hier. Ich möchte erstmal von oben hier einen Überblick bekommen. Leg mal die ganze Zahnräder hier unten hin. Kannst du dir angucken. Viele Zahnräder bekommst denn du? So viel wie ich will. Cool. So, ich vermute mal, du musst jetzt mit dem Zahnrad hier hoch. Kannst nicht hochklettern und auch nicht hochspringen, glaube ich, mit denen. Ja. Du kannst die Zahnräder nur rauflegen auf Sachen. Eins, drei. Ah ja, okay. Wo ist denn das Gegenstück dazu? Ist auf dem anderen Ding drauf. So. Moment, was machst du denn jetzt hier gerade? Ich kletter die Leiter hoch, weil wir dieses tolle WIP-Ding nach unten bekommen müssen. Auf dem einen liegt 1 Kilo drauf, auf dem anderen liegt vermutlich gar nichts drauf, wenn ich raten müsste. Guck, jetzt geht's nach unten. Jetzt kannst du da das vermutlich irgendwie das Zahnrad, wenn wir da hinkommen, raufpacken. Okay. Wenn ich jetzt hier drauf stelle. So ein Zahnrad. Guck mal oben, ob die Dings, ob ich das da oben Auf drauf deinen kriege. Füßen. Hier oben drauf ist gar nichts. Kommst du jetzt hier das Zahnrad zum Beispiel dran? Kannst du das Zahnrad von hier aus ausnehmen? Nein. Achso, Entschuldigung. Hätte nicht an dieses Zahnrad von unten rankommen, da bin ich ziemlich sicher. Ah, so geht es. Hier brauchst du schon mal ein Zahnrad. Wo bist du? Hier oben. Okay. Aber hier wirst du es vermutlich drüben auf die Plattform packen dürfen, die ich dir runterlassen kann, glaube ich. Ja. Ach so, ja, genau, stimmt, das muss jetzt da kommen runter wieder.
eine Sekunde oder auch zwei. Jetzt bist du wieder an der Mark, Plattform moin. angekommen. Was? Hier kommt keine Plattform. Doch, direkt vor deiner Ach da, Nase. direkt vor meiner Nase. So. So. Das ist die falsche Plattform. Ich muss eine höher. Vielen Dank für dein Abo mit Prime im 7. Monat. Dankeschön. So, was? Kannst du nochmal runtergehen, das runtersammeln? Was runtersammeln? Die Zahnräder. Ne, kann ich jetzt nicht mehr runtersammeln, tatsächlich. Moment. Was hast du denn jetzt gemacht? Gewicht draufgepackt. Jetzt müsstest du ganz, ganz oben rankommen können an die Zahnräder. Müsstest eventuell eine Box mit hochnehmen. Ganz, ganz oben. Ach, der ist ja ganz oben. Auf der falschen Seite ganz oben mit der Box. Ich weiß, wie es jetzt funktioniert. Ich bin gleich leicht enttäuscht gerade. Moment. Das wird jetzt richtig witzig. Jetzt packst du hier unten eins rauf, damit es eine Etage tiefer geht. Packst das runter. Packst das Zweier drauf. Dann nimmst das einer runter. Jetzt kannst du hier drüben an das Zahnrad gehen, das Zahnrad hier einsetzen, jetzt fällt eine Rolltreppe runter. Was sagen wir da? Wir müssen jetzt weiter. So. Alter Schwede. Nein, heute nicht. Kannst du das Brauchst zwei... du irgendwo ein Zahnrad hier vorne? Das steht zumindest hier dran, wenn ich hier vorne stehe, dass es ein Zahnrad benötigt. Warte. Ich weiß aber nicht genau, wo es es braucht. Hier steht zumindest dran, benötigt Zahnrad. Warte. So. Ich gebe immer wieder 5 Minuten. Auf welche Ebene muss ich denn jetzt? Was denn hier jetzt? Da. Nächste an, Alter. Gut, aber wir müssen jetzt erst noch Feier machen. Hauen Sie hin, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.